Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute der liebe Kevin, aka Orange. Morange. Ja, Mann, Kevin. Ja, Mann. Leute, das neue Update ist ja gestern rausgerollt und ich war gestern leider in Berlin und hatte keine Möglichkeit, dazu ein Video zu machen. Aber ich habe mir jetzt folgendes überlegt, bin extra früh aufgestanden, ja, um mit Kevin heute was richtig Krasses für euch aufzunehmen, Leute. Und zwar möchten wir einen riesigen Parcours durch Tilted bauen, ja. Wir werden uns auch gleich mal das neue Dusty-Depot und sowas angucken. Machen wir wahrscheinlich heute Abend auch alles nochmal im Stream. Heute Abend wird vielleicht ein bisschen gestreamt. Ich werde ein bisschen PUBG Mobile streamen, meine Freunde. Die haben mich nämlich gefragt, ob ich nicht Bock darauf habe. Später gibt es auch noch ein bisschen Fortnite, also wenn ihr Bock habt, kommt auf jeden Fall rum, Leute. Und ich würde sagen, wir jumpen jetzt erstmal in Tilted raus, bauen einen riesigen Parcours und möchten dann mit diesem Pömpel-Item quasi, mit dem Grappling-Hook, also mit diesem Greifhaken, einen richtig krassen Spider-Man-Parcours bauen. Spider-Man ist ja gestern auch rausgekommen, das neue Game. Habe ich persönlich auch richtig Bock drauf. Ich habe echt wieder Lust, PlayStation zu spielen, nur wegen dem Spiel, Leute. Aber ich würde sagen, wir versuchen das Ganze jetzt erstmal hier in Tilted zu verwirklichen und umzusetzen. Tobi ist heute nicht mit dabei, der kommt beim nächsten Video wieder mit am Start. Der Boy muss nämlich noch ein bisschen schlafen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den neuen Skin, diesen weißen Skin hier, extrem nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Er sieht auf jeden Fall cool aus. Vor allen Dingen hat der 4 Masken, Leute, die man ändern kann. Und das ist doch schon mal ganz nett von Fortnite hier gewesen. So, ich würde sagen, rein in die Stadt. Überall sind hier Ballons wegen dieser Eröffnung in Dusty Depot von diesem komischen Diner. Ich würde sagen, wir schauen aber jetzt erstmal, wo man überhaupt dieses Grapple Hook bekommt und probieren den jetzt erstmal ganz kurz aus, Leute. Hier hat ja auch dieser neue Laden, hat das quasi ja hier vorne auch aufgemacht. Wir haben jetzt diesen komischen Fischladen hier. Das Haus hier vorne ist endlich fertig. Ja, also man könnte das jetzt auch mal angucken. Aber ich muss erstmal sagen, Kevin, ich weiß gar nicht, welche Seltenheit hat denn dieser Greifhaken. Weißt du, das ist das Lila? Ich glaube Lila, ja. Fängt bei Lila an. Und den gibt es auch in Gold, oder wie? Ja. Der neue Laden sieht aber echt geil aus hier, muss man sagen. Gefällt mir wirklich gut. Haben sie schön hinbekommen. Boah, Alter, geil, Mann, ja. Ich habe auch gesehen, es gab ein paar andere Rarity-Changes. Also ein paar andere Sachen, die quasi neu gemacht worden sind in der Rarität. Und ich muss ehrlich sagen, das gefällt mir hier unten doch ganz gut. Ist ganz schön geworden, auf jeden Fall. Leute, wir suchen erstmal den Kram zusammen. So viel auf jeden Fall zum neuen Teil in Tilted. Und ja, ich werde mich dann gleich nochmal wieder, wenn wir das Ding gefunden haben. Bis gleich. So, Leute, wir haben es endlich geschafft. Ich werde das erste Mal dieses Item benutzen, Alter. Ich habe jetzt hier einen Automaten gefunden, wo das Ding drin ist. Und ich war echt schon, ich war mir selber nicht sicher, ob es das überhaupt hier in der Spielwiese gibt. Ein paar Sachen, die man damit auf jeden Fall machen kann, die ganz lustig sind. Ich glaube, man kann sich sogar damit an Guided Missiles und sowas ranhängen, wie ich das gesehen habe. Also das geht auf jeden Fall aus. Ja, warte mal, da muss ich immer einen Ziel mit den Raketen. Da kann ich mich dabei. Also man kann sich damit auf jeden Fall echt schon ziemlich weit schießen. Es hat eine begrenzte Reichweite, wie ich gerade sehen kann. Man kann die so spammen, wie ich hier gerade sehe. Man muss natürlich gucken, dass man halt... Das heißt, wenn ich jetzt nirgendwo drankomme, wird der Haken auch nicht verbraucht. Okay, nice, das ist cool. Okay, Leute, ich glaube, das funktioniert sogar, was ich mir ausgedacht habe. Ich würde sagen, Kevin, wir bauen jetzt direkt hier hinten, wo ich jetzt bin, den richtig fetten Parcours für das Ding und gucken dann einfach mal, wie wir das jetzt genau angehen. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier irgendwas zum Healen haben, weil ich glaube, sonst verreckt man tatsächlich relativ schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass wir diese Dinger jetzt so schnell finden, wobei, was heißt schnell, wir haben jetzt auch wieder 20 Minuten gesucht dafür, ne? Also, aber gut, ist ja auch egal, es hat immer noch geklappt, von daher alles entspannt, alles gut. Ich würde sagen, wir bauen erstmal hier einen normalen Parcours und machen dann später nochmal Low-Gravity-Version. Was hältst du davon, Digga? Okay. Ja, pass auf. Ich würde sagen, ich fange jetzt hier einfach erstmal an. Digi, wir fangen hier oben bei diesem Stuhl direkt an. Wir nutzen nämlich direkt hier quasi den Highground, den der Stuhl uns hier gibt. Und fangen quasi direkt hiermit an. Bauen uns hier einmal eine zweite Ebene drauf und beginnen quasi hier oben. So, dann würde ich fast schon sagen, Leute, dieser Ring da vorne, der eignet sich doch super gut, dass man da quasi lang gehen kann. Ich baue mal hier so eine wunderschöne kleine Straße nebenbei, wo man sich dann quasi dran orientieren kann. Kann ja mal gucken, ob das schon funktionieren würde, wenn ich jetzt quasi von hier vorne, ja, von hier vorne da dran... Das klappt schon mal ganz gut. Und dann jetzt hier direkt durch den Ring durch. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz nice. Ich würde sagen, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich möchte das Ding auf jeden Fall auf Zeit spielen. Das heißt, wir gucken dann, wer quasi von uns beiden hier die Bestzeit hat. Und natürlich ist derjenige mit der Zeit der ganz klare Sieger. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Ich würde sagen, Leute, wir bauen das Ding schnell zusammen. Es gibt eine kleine Timelapse für euch. Und dann fangen wir auch gleich direkt mit dem Rennen an. Bis gleich. Ja, Leute, schaut mal hier, ich baue hier gerade noch so Hindernisse an die Überkopfgeschichte hin, wo man quasi sich wie Spider-Man an der Decke entlangziehen muss. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall auch ziemlich nervig sein kann, wenn man halt hier immer an diesen Dingern vorbeikommen muss. Kevin baut hier gerade noch schon den zweiten Teil, es geht dann quasi drüber von dem Turm auf die andere Seite. Ich baue die jetzt auch ziemlich unregelmäßig tatsächlich, damit man halt überhaupt keinen vernünftigen Abstand hat und gar nicht weiß, wann diese Dinger überhaupt auftauchen. Danach geht es dann hier hoch auf diesen Turm und ich glaube, das ist halt somit das Schwierigste, weil ganz ehrlich, da hochzukommen, macht auf jeden Fall echt ein paar Probleme. Okay, Leute, unser Parcours sieht aus wie ein Haufen Kacke. Wenn wir ehrlich sind, das sieht wirklich echt hässlich aus.
aus. Aber Ästhetik haben wir diesmal komplett außen vor gelassen, ja, weil Tobi diesmal nicht dabei ist. Ja, normalerweise, Leute, wisst ihr ja, dass mir sowas extrem wichtig ist. Aber jetzt mit Kevin, bin ehrlich, Leute, der hat da auch keinen Sinn für Ästhetik einfach an der Stelle. Ja, hab ich einfach nicht. So, von daher passt das auf jeden Fall schon. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz den Parcours. Er ist auf jeden Fall echt, glaube ich, an manchen Stellen fast schon unmöglich zu machen, denn es wird auf jeden Fall echt eklig. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal ganz kurz hin und spiele das Ding jetzt einmal ganz kurz für euch durch, damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt, was uns jetzt da quasi erwartet in dem Fall. Kevin, kannst du mal ganz kurz ein paar Bricks ranholen, beziehungsweise haben wir genug Bricks? Ich hab gar keine mehr. Ich würde sagen, wir fahren mal ganz schnell ein paar Bricks und dann geht es direkt los und ich zeige euch mal ganz kurz, was dieser Parcours alles so drauf hat, beziehungsweise wo es ungefähr lang gehen soll und ob das dann überhaupt funktioniert. Okay, Kenners, ich habe auf jeden Fall jetzt genügend Steine gefarmt, hoffe ich doch zumindest mal. Ich würde sagen, Leute, ich zeige euch mal ganz kurz, wie dieser Parcours aussieht. Kevin, wenn du möchtest, kannst du jetzt schon mal Zeit stoppen für mich. Dann würde ich fast schon sagen, Leute, beginnen wir mit dem ersten Durchlauf. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt möglich ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Warum baust du hier was hin, Kevin? Was soll das? Mann, Alter. So, Leute, schaut mal ganz genau hin. Also, wir beginnen auf 3, 2, 1 und go. Also, es geht zuerst hier rüber. Dann geht es hier rüber, meine Freunde. Da steht man quasi hier oben. Muss auf das Bounce-Pad springen, so wie ich. Man muss hier quasi einmal durchkommen. Dann zieht man sich hier hoch, zieht sich hier rüber. Hier ungefähr irgendwo hin. Dann landet man im besten Falle hier drunter. Und dann wird es jetzt richtig eklig, Leute. Ja, man muss jetzt... Oh mein Gott, was habe ich jetzt gemacht? Ja, moin, was soll ich jetzt tun, Alter? Ich glaube, ich springe hier runter einfach. Dann muss ich nämlich jetzt hier einmal lang. Quasi am Kopf. Also über Kopf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Diese ganzen Wände sind so eklig. Okay, ich würde sagen, wir machen hier so ein paar Escape Points hin. Weil man irgendwie immer wieder unten drunter landet. Also oben drauf landet. So, jetzt wird es richtig eklig. Und zwar muss ich jetzt irgendwie hier hochkommen. Oh! Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, 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 nice. Jetzt muss ich nur irgendwie... Oh, im besten Fall durch den Tunnel hier. Oh mein Gott, ich hab's durch den Tunnel geschafft. Die sind überfallen, die sind überfallen. Dann geht's einmal hier runter, geht's einmal hier runter. Einmal... Nein! Okay, wie viele Minuten hatte ich? Du hast 53 Sekunden. Ah, okay, okay, okay. Wir merken uns mal den Punkt, bis wo ich gekommen bin, Leute. Dann wäre es noch einmal hier lang gegangen quasi im Parcours. Das heißt, wir hätten quasi einmal noch dieses Stück hier machen müssen, einmal unten daher. Und dann wären wir auch schon da gewesen. Das mit dem Tunnel ist auf jeden Fall echt assi, Alter. Ich würde aber sagen, Kevin, jetzt erstmal dein Turn, Digga. Wir spielen gerade, wie gesagt, ein bisschen damit rum, Leute. Den nächsten Parcours bauen wir auf jeden Fall in der Schwerelosigkeit, weil ich glaube, das ist nochmal ganz geil. Das können wir euch am Ende mal zeigen. Ich würde sagen, Kevin, du bist bereit. In 3, 2, 1 und go. Okay, Zeit läuft. Okay. Wir sehen hier den Herrn Morange, der auf jeden Fall hier gerade schon richtig gut vorlegt. Aufs Bounce-Pad durch den Ring, richtig schön durch. Jetzt geht das hier hoch. Jetzt macht er irgendwas anderes. Der ist gerade auf der komplett falschen Seite. Jetzt geht er da hoch. Ist in die Bounce-Pad-Palle reingetrappt quasi. Jetzt geht es hier unter, drunter her. Das ist auf jeden Fall nicht so eklig, das ekelhaft, dass der vor allem mit diesen komischen Stützen. Ja, genau, jetzt ist hier noch irgendwo ein Escape-Loch, da kannst du, glaube ich, durchgehen. Das ist ultra schwer. Das ist richtig, richtig widerlich, ja, Mann, du hast recht. Es sieht wirklich einfach aus, als es ist. 26 Sekunden, es sieht wirklich einfach aus, Leute. Macht's mal selber nach, über Kopf, das ist richtig, richtig eklig. Okay, jetzt geht's hier den Turm einmal nach oben. Machbar. Kevin schafft den Turm nach oben, jetzt geht es quasi durch den Fallentunnel einmal durch. Hat er ganz genau geschafft, sehr schön, sehr schön. Jetzt muss er hier. Ah, schade, okay, jetzt muss er hier einmal wieder drunter her. Jetzt einmal hier lang krabbeln, und er ist runtergefallen. An der gleichen Stelle wie ich. Damn. Aber okay. Es ist machbar. Es ist machbar, aber es ist ultra schwer an der Stelle, oder? Ja. Es ist richtig schwierig. Okay, Leute. 46 Sekunden. Ich glaube, wir sind genau an der gleichen Stelle einfach runtergefallen. Nice one. Ich würde sagen, versuch das jetzt nochmal, Digga. Oh mein Gott, Leute. Es macht auf jeden Fall richtig, richtig Bock, mit diesem Grappling zu spielen. Geil. Das ist wirklich extrem cool. Anders, Digga. Das ist anders, Bruder. Anders. Also, ihr müsst es safe nachmachen. Es sieht vielleicht einfacher aus, aber es ist wirklich sehr schwer. Ja, ja. Baut euch mal so ein Parcours selber und dann könnt ihr mal ganz kurz ausprobieren, wie das dann letztendlich auf euch wirkt. Kevin, ich würde direkt einen zweiten Durchgang starten. Ja, bist du ready? Okay, 3, 2, 1 und go. Okay, es geht dann hier lang. Dann geht es hier einmal über die Jump-Pads, Nein! Hä? Was? Ich bin auf dem Jump-Pad gelandet, aber es hat nicht ausgelöst. 7 Sekunden. Hä, warte, darf ich nochmal? Ja, klar. Was war das? Ich glaube, ich bin genau auf der Kante gelandet, wo kein Jump-Pad war. Hä? Man kann halt auch gar nicht abschätzen, bis wohin diese Dinger reichen. Man hat halt ungefähr die Reichweite da im Hinterkopf. Aber wie das jetzt genau auf der Map dann wieder aussieht, wie viele Blöcke oder wie viele Abstände das jetzt genau sind, ist dann wieder was komplett anderes. Auf jeden Fall belastend sein Vater. Okay, wir haben noch 10 Minuten Zeit, aber wir müssen uns ein bisschen beeilen hier, Digga. Wir haben viel zu lange damit gebraucht. Ich hole jetzt auch nochmal was. Ich hole mir jetzt ganz kurz eine neue Runde von den Dingern. Und dann müssen wir es auf jeden Fall einmal schaffen, Leute. Wie gesagt, das ist der hässlichste Parcours, den ich jemals in meinem ganzen Leben gebaut habe. Aber ich finde die Idee tatsächlich ganz cool, dass man mit diesen Dingern wirklich was Geiles bauen kann und das im Endeffekt dann halt irgendwie durchspielt. Man kann damit so viele geile Minigames machen und ich habe richtig, richtig Bock darauf, Leute. Wenn ihr das auf jeden Fall weiterhin sehen wollt, lasst gerne mal ein Däumchen nach oben da. Okay, Leute, genügend Schüsse sind auf jeden Fall da. Ich würde sagen, Kevin, es geht direkt in Runde Nummer 2. In wenigen Sekunden geht es los und ich bin quasi hier oben und wir können direkt anfangen in 3, 2, 1, go. Okay, hier vorne einmal lang, Leute. Dann jetzt hier das Jump-Pad auf jeden Fall. Hitten, ja, das war ganz knapp, Leute. Das war richtig knapp mit dem Jump-Pad gerade. Jetzt einmal hier hoch. Oh mein Gott, ich bin gerade schon so gestroked, Alter. Wahnsinn.
unten drunter bleiben auf jeden Fall. Immer rechts von der Seite so ein bisschen. Das ist ganz gut, glaube ich. Boah, das war richtig knapp gerade. Ich wäre fast gerade schon runtergefallen. Okay. Oh mein Gott, jetzt hier über dem Wasser. Das ist richtig... Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe es ganz knapp geschafft. Ich habe es ganz knapp geschafft, Leute. Okay. Ans Jumphead dran, ans Jumphead dran, ans Jumphead dran, ans Jumphead dran. Nein! 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 Oh mein Gott, wie kann das denn passieren? Hey, das war so close. Okay, Kevin, du bist dran, du bist dran, du bist dran. Oh mein Gott, okay, fang direkt an, fang direkt an. Ich kann von hier oben spectaten. 3, 2, 1 und go. Go. Okay, Leute, ihr seht hier gerade Kevin, wie er quasi einmal lang springt. Jetzt geht es hier auf den Turm drauf, dann durch das Jumphead durch, dann auf das andere Jumphead drauf, hier den Turm nach oben, nach oben an den Berg dran, dann schon an die Mauer. Oh mein Gott, ich habe auch vor allem alles verloren, Digga. Oh mein Gott, okay, Kevin hat nicht mehr viel Leben. Das nächste Mal runterfallen ist auf jeden Fall sein Tod an der Stelle. Wo ist der Spider-Man-Style unten runter durch? Kommt man jetzt hier mit hier wieder auf das Jumphead drauf? Ist das machbar? Ne, ist nicht machbar. Oh, ich sterbe einfach. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe und bin tot. Ich kann nichts filmen. Das war's, ich schaff's nicht mehr. Warte. Okay. Was mach ich jetzt? Ich komm nicht mehr hoch. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin Kevin, hängst du hier gerade fest? Okay, ich hab nicht mehr 4 Schuss, nur 6 Schuss. Oh mein Gott, ja, lol, wie willst du das denn schaffen? Geht's. Und muss er durch? Jetzt geht's hier durch den Tunnel. Er hat's auf jeden Fall da schon mal geschafft. Nice one. Jetzt muss er hier unten drunter. Ey, das ist so schwer, Mann! Nein. Oh mein Gott, okay, direkt nächster Versuch. 57 Sekunden, okay. Kevin. 3, 2, 1 und go. Go. Okay, direkt hier dran. Dann hier dran. Dann aufs Jumppad. Dann das andere Jumppad. Dann hier oben dran. Dann hier einmal. Dann jetzt hier unten drunter. Dann jetzt hier unten drunter, Leute. Das ist auf jeden Fall echt das Heftigste hier. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig eklig. Nein! Hä? Das war. Es hat nicht connected! Es hat nicht connected, Alter! Was ist denn los mit dir? Oh mein Gott, Junge, es war nicht dran. Ich war zu weit weg. Ich war zu weit weg einfach. Okay, Kevin, du bist dran. Hast du noch? Hast du noch? Hast du noch? Ich hab 10 Schuss. Ich hab 10 Schuss. 1 und go. Ich bin so behindert heute, Alter. Was ist denn mit mir, Mann? Okay, wir sehen auf jeden Fall hier gerade Kevin, wie er gerade wieder unten drunter hängt. Quasi, wie viele Schüsse hast du noch? Ich hab noch 4 Schüsse. Ja, okay, kannst du vergessen an der Stelle, glaube ich. Ich hab Abkürzung. Wie viele Schüsse hast du noch? Okay, versuch jetzt mal darüber zu kommen. Also ich spring jetzt so. Ja, wenn man halt konzentriert, dann schafft man das. Ja, aber okay, aber es ist schon schwer. Ne? Es ist schon ist halt richtig, richtig schwer. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem kleinen Feldparcours. Wir gehen jetzt mal ganz kurz rüber und versuchen die Haken mal ganz kurz in Schwerelosigkeit aus. Gucken mal ganz kurz, dass wir noch irgendwie ganz schnell welches zusammengekramt bekommen. Wie viele Steine liegen hier noch? Hier liegen noch 900 Steine, das ist schon mal gar nicht so wenig. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ich gehe mal hier oben zum Haus. Dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie das in der Schwerelosigkeit aussieht. Also ihr habt auf jeden Fall gerade gesehen, Leute, das ist echt nicht so einfach. Das ist echt nicht so einfach hier mit diesen Dingern. Aber ich glaube, dass wir das zum nächsten Mal hoffentlich dann besser hinbekommen. Ich habe auch schon ein paar Ideen. Kann man auf jeden Fall echt einiges mitmachen. Kommt auf jeden Fall beim nächsten Mal. Wie gesagt, dieses Mal hat es nicht ganz geklappt. Falls ihr irgendwelche kreativen Ideen habt, die man machen könnte, schreibt sie gerne in die Kommentare, Mois. Ja. So, also das Item ist halt echt schon geil, Leute, wenn man sich das mal anguckt hier. Wie gesagt, man kann sich damit richtig, richtig geil voranbewegen. Schaut euch das mal bitte an. Der Parcours, wie gesagt, es hat leider nicht so gut funktioniert, wie wir das dann doch vorgestellt haben. Und der Fallschaden ist halt so belastend einfach, Digga. Das ist so unnormal. Ich glaube, wenn man das halt in der Schwerelosigkeit baut, ist das schon eine geilere Idee, weil da hat man halt keinen Fallschaden und kann sich da komplett frei bewegen. Ich glaube, das ist fürs nächste Mal vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir das einfach mal angehen würden. So, jetzt können wir es hier mal ganz kurz anschauen. Also man muss schon sagen, ich würde gerne mal wissen, wie viele Blöcke das sind, wie viele Kisten es quasi sind in der Schwerelosigkeit. Boah, Leute, guckt euch das mal an, Alter. Das ist der Real Shit, über den ich rede hier. Guckt euch das mal an, bitte. Man kann sich jetzt hier von Baum zu Baum wirklich quasi fast schon fliegen. Und man kann hier einen richtig, richtig spektakulären und komplizierten Labyrinth-Parcours oder sowas machen. Labyrinth, es tut mir leid, Leute, ihr wisst Bescheid, ich kann immer noch nicht reden. Also, das geht auf jeden Fall ganz gut klar. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal dann einfach hier. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Spielraum und es, glaube ich, macht doch einfach ein bisschen mehr Spaß. Ich würde sagen, meine Freunde, das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn ihr auf jeden Fall Bock auf WoW habt, schaut auf jeden Fall gerne beim Kevin vorbei. Der macht nämlich auch Videos. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.